Diese Waffe fliegt. Vielleicht ein bisschen dramatisch formuliert, dennoch nicht ganz unwahr, denn es gibt eine Waffe, die aus dem Lootpool fliegen wird. Nicht ganz raus, das ist definitiv Fakt, denn die ein oder andere Waffe ist mehr oder weniger beliebt. Die Leute kaufen dennoch Skins und sind mega stolz auf ihre Lieblingswaffe, die bei den meisten vielleicht nicht ganz so geil ist. Also Fakt ist, eine Waffe wird nie komplett aus dem Spiel verschwinden, genauso wie eine Legende nie aus dem Spiel verschwinden wird. Der gute Imperial, wo ich letztens darüber berichtet habe, dass der Season 16 schon antesten durfte, mit seinen Worten, Season 16 soll absolut geil werden, und er hat sich in einem Livestream, den er vor kurzem abgehalten hat, ich würde sagen, er hat sich verplappert, wahrscheinlich nicht beabsichtigt. Ob da mehr dahinter steckt, wissen wir nicht, aber eine Waffe fliegt aus dem Lootpool, zumindest kann man sie nicht mehr auf dem Boden finden, und ich bin der Überzeugung, wenn das gut ankommt, wird das eine dauerhafte Lösung sein, denn die P2020 soll ab Season 16 eine Starterwaffe werden. Wir werden sie weiterhin finden, weil du startest die Runde schon mit einer P2020, wenn du landest. Wir hatten, glaube ich, den einen oder anderen Modus schon mal, wo wir die P2020 als Starterwaffe hatten. Ich erinnere mich jetzt tatsächlich nicht, welcher Modus das war. Dennoch, wir landen, haben sofort eine P2020 in der Hand, damit wir uns verteidigen können. Die Gründe dahinter hat natürlich Respawn nicht genannt, weil es ja offiziell noch nicht wirklich bekannt ist, aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass zum einen es ganz oft so ist, du droppst, findest vielleicht nicht gleich eine Waffe, oder es gibt auch oft die Situation, wenn du nur mit Randoms spielst, ist es oft so, du bleibst bei einem der Teammates und einer sagt sich, ach komm, kein Bock auf euch beide, ich lande alleine, und das sieht vielleicht dann ein gegnerisches Squad, fliegt hinterher, und 3 gegen 1 mit einer P2020 am Start, weißt du Bescheid. Ich denke, dieses Problem könnte damit ein bisschen behoben werden. Das sind zumindest ein, zwei Gründe, die mir sofort einfallen würden, warum das implementiert wird. Finde ich das geil? Ich finde es definitiv keine schlechte Idee. Ein Grund, der ist definitiv Fakt. Respawn arbeitet daran, den Lootpool so gering wie möglich zu halten. Das ist immer so das Problem, wenn man neuer Hop-Up kommt, verschwinden meist andere Sachen dafür, für unbestimmte Zeit. Und das ist der Punkt, wo ich sage, die P2020 verschwindet für immer aus dem Lootpool. So macht der Lootpool oder hat jetzt einen Platz mehr für die Nemesis, die ja in Season 16 als neue Waffe kommen soll. So macht es nur Sinn für mich. Auf eure Kommentare bin ich gespannt. Findet ihr, dass diese Änderung gut ist? Ja, nein, vielleicht, gerne mal mit einer fetten Begründung. Ich jedenfalls kann es nur begrüßen, finde ich auf jeden Fall keine schlechte Sache, dass man zum Start wenigstens mit einer P2020 rumspringen kann. Leute, ich denke, wir hören uns auf jeden Fall vor Silvester nochmal. Morgen gibt es, glaube ich, noch ein weiteres Season 16 Video. Sollten wir uns dennoch nicht nochmal lesen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.